Willkommen Leute bei Atomic Summer zum dritten Technikanalyse-Video. Und zwar haben wir heute das Langhandelrudern, eins der großen Übungen, dem Kniebeuge, Bankdrücken. Wie immer bereitet ihr eure Langhantel vor, am besten legt ihr sie auf den Boden. Oder wenn ihr so ein Rack habt, könnt ihr euch auch hier diese Seitenteile so einstellen, dass ihr das auf der Höhe habt, damit ihr die Hantel nicht vom Boden aufheben müsst. Ich lege sie trotzdem immer ganz gerne auf den Boden. Und zwar beim Aufheben, das ist jetzt der wichtigste Teil, weil hier geht es wieder darum, dass ihr aufpasst, dass ihr euren Rücken nicht verletzt und gut in die Übung starten könnt. Ich gehe, wie bei der Kniebeuge, gucke ich, dass ich einen schulterbreiten Stand habe. Und ich gehe jetzt so ganz leicht, wie bei der Kniebeuge auch, runter, indem ich meine Knie wieder nach außen drehe, damit die Stabilität in der Hüfte bekomme. Ich gehe runter, greife die Hantel. Ihr seht, ich gehe nicht komplett runter, aber ich halte meinen Rücken gerade. Die Spannung im Bauch ist wieder vorhanden. Jetzt guckt ihr, dass ihr die Hantel greift. Bauchspannung. Ihr guckt nicht nach komplett vorne oder runter. Ihr guckt wieder, dass eure Wirbel neutral sind, also alle gerade auf einer Linie. Dann greift ihr die Stange. Bauchspannung. Jetzt geht ihr nicht ganz hoch und verweilt in dieser Lage. Dann zieht ihr das Gewicht hoch bis zum Bauch und zieht dabei in der obersten Stellung eure Schulterblätter zusammen. Beim Ablegen ist es auch wieder wichtig. Man schafft den Anfang, man schafft die Übung, immer alles stabil zu halten. Aber dann am Ende rudert alles ein. Macht es nicht, konzentriert euch wirklich bis zum Schluss, bis zur letzten Sekunde der Übung, damit ihr keinen Fehler in der Haltung habt und euch nicht verletzt. Setzt die Hand genauso wieder ab, wie ihr sie aufgenommen habt. Alles stabil halten, gerader Rücken. Bisschen in die Hocke gehen vielleicht sogar, dass es erleichtert. Dass ihr nicht den Fehler macht, dass ihr hier bleibt und dann auf einmal so die Hantel ablegt, sondern gerade Rücken behalten, ein bisschen in die Knie gehen und dann die Hantel loslassen. Das ist am einfachsten. Jetzt gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, die Ellenbogen zu stellen während der Übung. Ich bevorzuge es, die Ellenbogen ziemlich eng am Körper entlang zu führen. Das Ganze sieht dann so aus. Hat den Vorteil, ich isoliere wirklich den Rücken. Die hinteren Schultern arbeiten zwar immer mit, die Arme auch natürlich, aber ich isoliere den Rücken. Das geht wirklich hier komplett rein. Und sobald ich die Ellenbogen aufrecht stelle, sieht das Ganze so aus. Und ich habe eine größere Arbeit von der hinteren Schulter. Aber das will ich gar nicht haben. Am Anfang reicht es schon, wenn ihr das Rudern richtig ausführt und eure Klimmzüge oder Lat-Pulldowns richtig ausführt. Dann habt ihr die hintere Schulter genügend involviert und müsst keine extra Übung machen. Also lieber die Ellenbogen eng am Körper entlang führen, Schulterblätter in der obersten Position zusammenführen. Wenn es geht, ganz kurz halten das Gewicht, Spannung beibehalten und beim Runtergehen das Gewicht nicht fallen lassen. Nicht wieder dieses Einrunden vom Rücken, wie beim Bankdrücken, sondern kontrolliert runterlassen. Ich zeige es gerade nochmal. Kontrolliert runterlassen. Ihr könnt die Lats gerne dehnen. Achtet darauf, dass die Spannung im Bauch bleibt. Und Position beim Hochziehen ist ungefähr Bauchnabelhöhe oder ihr könnt auch an den Oberschenkeln entlang gehen und dann kommt ihr im Endeffekt in die richtige Ausführung. In der untersten Position lasst ihr eure Arme relativ locker und das bestimmt, wo die Hantel am Ende ist. Viele versuchen die Hantel dann wieder an die Beine dran zu drücken oder nach vorne zu ziehen. Lasst einfach die Schwerkraft arbeiten und die Arme hängen lassen. Das ist die Endposition von der Hantel und wenn ihr hochzieht, beugt ihr sie in eure Richtung, wo ihr die Hantel haben wollt, in diesem Bereich hier unten. So, das war's schon wieder
Bis zum nächsten Mal.